Vielen Dank, Frau Dr. Flick. Meine sehr verehrten Damen und Herren, guten Abend. Es ist mir heute eine besondere Ehre, den Hauptredner des heutigen Abends, Herrn Jens Spahn, vorstellen zu dürfen. Jens Spahn ist seit 15 Jahren Mitglied des Deutschen Bundestags. Seit dem Jahr 2012 ist er Mitglied des Bundesvorstands der CDU und er gehört seit 2014 dem Parteipräsidium an. Im Juli 2015 wurde er zum parlamentarischen Staatssekretär beim Bundesminister der Finanzen ernannt. In dieser Rolle hat Jens Spahn sich in den vergangenen Jahren intensiv mit den Themen Haushalt, Europa und Digitalisierung beschäftigt. Mit Themen also, die für die Zukunft unseres Landes von ganz zentraler Bedeutung sind. Und an dieser Stelle möchte ich die Brücke zum heutigen Abend schlagen. Das Thema lautet, wie von Frau Dr. Flick bereits vorgestellt, der Bundeshaushalt 2030, wie wir wirtschaftlich und sozial erfolgreich bleiben. Es gliedert sich damit nahtlos in das Jahresthema 2017 von Convoco, das Gemeinwohl im 21. Jahrhundert. Denn eine Grundvoraussetzung für unser Gemeinwohl und das Gemeinwohl zukünftiger Generationen ist, wie erwähnt, nachhaltiges Wirtschaften. Dazu bedarf es auch und vor allem den richtigen Einsatz der finanziellen Ressourcen. Jens Spahn selbst bezeichnet den ausgeglichenen Haushalt, den die Bundesrepublik Deutschland seit einigen Jahren vorweisen kann, als gelebte Generationengerechtigkeit. Geboren und aufgewachsen in Ahaus im westlichen Münsterland, hat Jens Spahn bereits im Ahauser Stadtrat, dem er zwischen 1999 und 2009 angehörte, sehr intensive Gedanken darüber zu lösen gehabt, wie eine Stadt aussieht, in der immer mehr ältere Menschen leben. Waren es damals die Fragen wie längere Grünphasen bei Fußgängerampeln und altersgerechte Wohnformen im Kleinen, so waren es dann später die großen Fragen der Reformen der Rentenversicherung oder der Schuldenbremse im Grundgesetz. Gemeinsam ist diesen Fragen die wesentliche, welche Weichen müssen wir denn über die nächsten Jahre stellen, können wir über die nächsten Jahre stellen, damit der Bundeshaushalt auch im Jahre 2030 eine Basis für wirtschaftlichen und sozialen Erfolg ist. Nun, der aktuelle Befund für die deutsche Wirtschaft ist, wie wir wissen, sehr positiv. Es geht Deutschland wirtschaftlich gesprochen so gut wie seit Jahren nicht. Die Arbeitslosenquote ist mit 3,7% auf dem niedrigsten Stand seit der Wiedervereinigung. Der Leistungsbilanzüberschuss lag im vergangenen Jahr mit knapp 9% des Bruttoinlandsprodukts sogar noch vor China. Und die Volkswirte unseres Hauses sagen für die nächsten Jahre ein Wachstum von 1,5 bis fast 2% voraus. Das alles allerdings vor dem Hintergrund äußerst günstiger Bedingungen auf den globalen Finanz-, Kapital- und Währungsmärkten. Festzuhalten ist dagegen auch, fast ein Viertel, 22%, der Deutschen sind älter als 65. Von den großen europäischen Wirtschaftsnationen hat Deutschland die zweitälteste Bevölkerungsstruktur nach Italien. Dieser demografische Wandel wird die Sozialversicherungen weiter belasten. Und es ist bereits heute absehbar, die Folge steigende Beitragssätze und natürlich neue Herausforderungen
für die Finanzpolitik. Auch die Digitalisierung und der rasante Technologiewandel in Wirtschaft und in Gesellschaft werfen hier sehr brisante Fragen auf. Wenn immer mehr unserer Leistungen digitalisiert und automatisiert werden, was geschieht mit den Arbeitsplätzen? Und vor allem, was geschieht mit den Menschen, die bisher diese Arbeit ausgeführt haben? Und wie wir aktuell auch sehen, bleiben die großen, die globalen Herausforderungen und vor allem deren Konsequenzen, wie zum Beispiel Migration, Flüchtlingskrisen, die Effekte des Klimawandels, sehr präsent. Und sie werden weiter zu hochintensiven Debatten in Gesellschaft und in Politik führen. Es geht also im Kern um die Frage, wie können wir die finanziellen Ressourcen der Gemeinschaft so einsetzen, dass der Wertekonsens, auf dem unsere demokratische Gesellschaft beruht, langfristig und trotz aller dieser Veränderungen gesichert werden kann und intakt bleibt. Und wie können wir eine haushalts- und finanzpolitisch nachhaltige Planung für künftige Generationen mit unserem Grundgesetz und mit den Vorgaben der Europäischen Gemeinschaft in Einklang bringen? Jens Spahn wird uns heute Abend Antworten auf die eine oder die andere Frage geben. Und vielleicht erfahren wir ja heute Abend auch, wie Jens Spahn selbst den zu Unrecht etwas aus der Mode gekommenen Begriff des Gemeinwohls interpretiert. Freuen Sie sich mit mir auf einen ebenso bereichernden wie inspirierenden Vortrag. Lieber Jens Spahn, the floor is yours.